Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 The Normandie, wollte ich sagen. Was soll das denn? Ich vermisse Mass Effect. Alexander heute mit nahezu fehlerlosen Passspiel. Dankeschön. Du bist in Topform, mach weiter so. Dann stehen dir alle Türen offen. Hart arbeiten, auf dem Teppich bleiben. Ja, willst du nicht erstmal den Teppich sauber machen, Mutti? So. Ja, wie in der letzten Folge erwähnt hier, ist jetzt schon Finaltag. Sag mal, war es das dann schon? Liga ist durch, obwohl Real noch spielen muss. Nee, Liga ist nicht durch. Wir sind ja noch... Warte mal. 20. So, wie können da manche 39 Spiele haben? Theoretisch dürften es nur 38 sein. Manche haben 39, manche nur 37. Ich verstehe es nicht. Ich frage gar nicht erst. Ne, Spanien. Die haben ihre eigenen Regeln. So, nochmal Training vorm Finale. Teameinsatz. Oh ja. Boah, zweimal unsere Fans, Real, heute trainieren wir das 1 gegen 1. Ich will Intensität wie im Spiel sehen. Gebt alles. Andiamo. Ja, I try it. Mehr Tore als mein Rivale. Okay. Wer fängt an? Ich. Boom. Tor erzielt. Aber es geht doch gar nicht darum, wer mehr Tore erzielt, sondern eher, wer mehr Punkte erzielt, ne? Wenn, kann ich ja 4 Tore mehr haben, aber der hat einfach auf die Zielscheiben getroffen, zum Beispiel. Ja, oder allgemein, mehr Punkte. Weil er hier so ein bisschen einen auf dicke Hose macht und so ganz cool in die Ecke zielt. Ja, während ich ganz cool daneben ziele. Boah, ey, mit dem letzten Schuss hat der mich noch. Nee, also, nee. Och, Hunter, was ist denn jetzt los? Ja, hat er natürlich. Der, ich finde auch, dass er den besseren Winkel hat, ne? Wobei, der ist Linksfuß. Hat mein Tor gerade nicht gezählt? Da hat die Punkte gerade nicht gezählt, ne? FIFA will mich hier verarschen, glaube ich. Die hat ja einfach nicht gezählt. Das wird schlecht. Das wird sehr schlecht. Schlecht. Ach, Hunter. Hunter, du willst wohl gar nicht, ne? Du willst wohl gar nicht. Los, ihm mir alles geben! Ah, ich treffe aber auch so eine scheiß Zielscheibe nicht. Schildscheibe. Warum kriege ich immer noch 500? So, aber diesmal haben wir das. Also nächste, jetzt sind mehr Tore genommen zu gewinnen. Ach nee, ne? Ach nee. Drauf! Einsatz, ich will Einsatz sehen! Warum darf er schon wieder anfangen? Er ist auch gerade verkackt mit seinem Team. Voller Einsatz! Alter, ich dachte schon, wir machen jetzt ein Eigentor. Warum darf der schon wieder? Hihaha. Griezmann. Oh, Alex, was war das? Der darf ja immer. Oh Gott. Dürfen wir auch mal anfangen? Danke. Ach, Mann. Präzise Pässe! Oh, Alter, der war doch drin. Aber solange wir 2000:0 führen, ist doch alles gut. Ran! Ich drücke einfach zu lange, Mann, ne? Schieße viel zu hart. Das darf ich nicht. Oder ich ziele nicht. Ist egal, das schafft er nicht mehr. Das schafft er jetzt erst recht nicht mehr. Guck mal hier, Trainer. Der Griezmann, der kann ja gar nichts mit seinen Boys.
Oh, Vietto. Andiamo, andiamo! Nein, Vietto, nicht Andiamo. Ho! Los jetzt, los jetzt! Du willst schießen, Mann. So. 3-0. Trainer, was sagst du denn dazu? Ja? Kannst dir deinen Griezmann hier aber mal schön an die Backe schmatzen. Sehr schön. Sehr gut. Genau diese Intensität will ich auch im Spiel sehen. Dann kann uns keiner schlagen. Das steht fest. Vielen Dank. Bitte. So, jetzt überlege ich gerade, was ich mache, wenn das hier schon die letzte Folge wird. Falls es mit dem Finale endet. Egal, ich überlege mir was. Man kriegt nur selten eine zweite Chance im Leben. Aber ich glaube, dass heute ist unsere zweite Chance. In der Liga ist es nicht gut gelaufen. Aber heute werden wir die Saison so beenden, wie wir das wollen. Und wir werden daran erinnern, warum wir diesen Sport so lieben und warum Fußball unser Leben ist. Es war eure Leidenschaft und euer Einsatz und auch euer Talent, was uns hierher gebracht hat. Chancen muss man sich erarbeiten. Und heute, mehr denn je, müssen wir alles geben, um diese Chance auch zu nutzen, für die wir alle so hart gearbeitet haben. Ja, ist klar. Okay. Wir haben es eben schon einmal geschafft. Schaffen wir es nochmal. Puh. Copa de España. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Kommt mir bekannt vor. Wolf Fuß und Frank Buschmann können kein Spanisch, deswegen bin ich hier. Habla Español. So. Juan Fran am Start. Und da ist das Ding, das wir haben wollen. Ist ja, der ihn haben will. Alex Hunter, der will ihn auch haben, aber der kriegt den nicht. Dafür sorgen wir schon. Mann, 33 Jahre alt. Er hat genug Pokale, der Sack. Kauf dir mal einen Rasierer, Junge. Was ist los mit dir? Sieht ja schlimmer aus als ich. Alex Hunter. Moin, hallo, grüß Gott. Bin ein bisschen angespannt. Aufstellung wie immer. Keine Änderung im Vergleich zum letzten Spiel, oder? Jimenez ist neu drin. Der Rest bleibt. Und Atletico, Real. Groß diesmal vor Anfang. Bale, der war gar nicht dabei beim letzten Spiel, oder? Ach, Herr Jemine, Modric. Modric, Groß und Bale sind, glaube ich, neu drin. Varane auch. Navas im Tor. Das ist auch neu. Also man hat schon aus dem letzten Spiel gelernt, man will etwas anders machen. Die Frage ist, ob das hilft, um den übermächtigen Alex Hunter aufzuhalten. Nein, natürlich nicht. Vorlage für Griezmann. Das ging schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Guck mal, der hat aber ein dickes Ding dahin gehabt. Das war ja ein Blitzstart hier. Wahnsinn. Barane ist da, aber kann nichts mehr machen. Antoine Griezmann. Zweite Minute. 1:0. It's impossible. Können wir hier das zweite Mal in Folge Real Madrid schlagen? Erst in der Liga. Real ist trotzdem Meister geworden. Wir hätten es. Hätten wir das eine Spiel nicht unentschieden gespielt, was wir eigentlich schon gewonnen hatten, dann wären wir zumindest punktgleich gewesen. Ich weiß nicht, wer jetzt besseres Torverhältnis hatte, aber wir wären punktgleich gewesen. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal ein Spiel verloren haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwann ein Spiel verloren haben, noch nach unserer Verletzung. Eventuell hätten wir das auch von den Punkten her klar, oh Gott, machen können. Das weiß ich jetzt nicht. Und hätte die Mannschaft in unserer Abwesenheit besser gespielt, wäre sowieso alles klar gewesen. Du solltest runterspielen. Ah, Mist. Und da war bisher gut mit der Vorlage. Oh, und Correa hält den Ball im Spiel stark. Und wieder stark von Correa. Ja, der will's wissen, ne? Ah. Wenn der den reingemacht hätte, das wäre ja mal ein Mega-Ding gewesen. Das ist jetzt hier das letzte Spiel, definitiv. Also ich denke, ich werde diese Folge hier länger machen dann. Und dann war es das mit FIFA 18 The Journey. Und ich glaube, danach kommt hier an der Stelle erstmal nichts. Und dann... Es wird einfach stressig. Es wird einfach stressig mit zwei gleichzeitig laufenden Let's Plays neben der Arbeit. Und den Livestreams. Dementsprechend werde ich mich erstmal auf 1 konzentrieren. Und das ist dann halt Elex. Dann gucken wir mal, wie weit wir Elex durchziehen. 2:0. Denn mit diesem Gelegge im Video, nicht im Spiel, das Spiel läuft flüssig, Elex. Aber die Videos, die laufen nicht flüssig. Und das stört mich ein bisschen. Ich mag das nicht. Ich will Qualität. Wenn schon vom Sprecher hier keine Qualität kommt. Ich war schon 2 schöne Vorlagen für Griezmann geliefert. 9,2 die Wertung von Hunter. Heute gehen die beiden nochmal richtig ab zusammen. Und Gerät Bale. Der macht uns Probleme. Damit habe ich gerechnet. Ja, das Beste haben sie sich hier natürlich für das Finale hier aufgehoben. Real. Aber wir nicht. Geht vorher ab. Da war doch keiner zum Anspielen, Mann. Ich habe immer einen Zug nach vorn. Ich spiele ungern den Ball zurück. Muss ich mir mehr angewöhnen, ich weiß. Aber ach, schade. Aber Hunter stark mit 9,2 bisher. Tolle Pässe von ihm bisher. Könnte nochmal bisher sagen. Ich glaube noch ein bisschen Zeit. So. Benzema. Klingt so ähnlich wie bisher. Und
und Hurenfran. Der Hurenfran. Und pass auf Alex, der aber nicht rankommt, Ramos im Weg. Benze. Benze wieder. Und Kroos. Da müssen wir aufpassen. Das ist doch Kroos. Den darfst du auch nicht so schießen lassen. Hey. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Der Pass war scheiße. Ah, Benze. Luka Modric. Cavaral. Modric. Hammer. Safe das Ding, Leute. Super. Ach. Warum drehst du den ab, du Lappen? Griezmann, 3-0. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Oh mein Gott. Werden wir hier den Pokal holen? Das sieht sehr gut aus. Und Griezmann hat das Spiel seines Lebens, glaube ich. 3 Tore gegen Real Madrid in einer Halbzeit schießt nicht mal eben so. Eieiei. Und in 2 Spielen hintereinander Real Madrid 3 Tore einzuschenken als Verein, das gelingt, glaube ich, auch nicht jedem. Und es ist ja noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch eine ganze Halbzeit vor uns. Der Trainer ist begeistert. Wieder mal. Ich denke, heute kann er uns mal am Arsch lecken. Wir haben Vorlagen geliefert. Wir haben gut gespielt bisher. Wir hatten es nur ein einziges Mal, dass Auswechslung gedroht hat, ne? Immerhin. Während dieses Let's Plays. Benzema. Ronaldo. Marcelo. Au, au, au. Leute, Leute. Habt ihr 2 schwieriger, das wissen wir. War ja in der Liga auch so. Aber. Jetzt sind erstmal wir im Angriff. Ah. Weißt du, da steht ein Spieler völlig frei und der passt den Ball lieber auf den Hunter, der erstmal dahin laufen muss und noch 3 Spieler um sich rum hat. Hunter! Kann man ja mal versuchen. Korea, schön. Schnellen Konter. Abgeblockt. Und Toni Kroos. Einer der besten deutschen Fußballer, wie ich finde. Auch Mesut Özil darf man mal nicht außer Acht lassen, ne? Wird ja viel kritisiert von deutschen Fans, warum auch immer. Er ist ein guter Spieler. Und das muss man halt einsehen. Marco Reus, wenn er denn mal nicht verletzt irgendwo auf der Tribüne rumgurkt. Also Deutschland hat schon starke Fußballer. Muss man so sagen.
Hand, oh schade. Aber Eckball. So, was will er? Was will er? 9,4 haben wir. Noch zwei Tor, Alter. Willst du mich denn verholen, Piepeln? Wie soll ich denn noch zwei Tore schießen hier? Und das auch noch mit Hunter. Der hat noch gar keins geschossen. Das reicht doch wohl, oder nicht? 5-0 will der wohl gewinnen, oder was? Schieß mal 5 Tore gegen Real. Der hat ja Wünsche. Ich glaube nicht, dass der Trainer von Atletico Madrid beim 3-0 sagen würde zu einem Spieler, schieß mal noch 2. Der würde sagen, hey geil, 3-0 gegen Real. Ja, hör mal. Au, das war aber nicht nice, Dude. Boah, und wie in der Liga dieser Ronaldo, ne? Wie auch schon in der Liga. Aber werden wir auch wie in der Liga gewinnen? Ach, der Pass kam zu spät, weil Hunter zu lange gebraucht hat unten, um sich da frei zu laufen. Schön. Koke schlecht. Mehr Coke, Junge. Schön. Griezmann. Schlecht. Kommen wir nicht ran. Warum ist es zu schnell? Adrian natürlich gut mit Ramos und Varane. Die sind schnell. Kein Abseits. Griezmann. Ach komm, Alex. Schlechter Versuch. Oh, komm, ey. Trainer schuld, weil der uns zwingt, noch zwei Tore zu schießen mit Hunter. Aber das wird wohl nicht mehr. Nicht mal eins. Nicht mal eins. Der Thomas. Wer wechselt denn den ein? Was ist los, Real? Schon aufgegeben? Schon. Haben es. Copa de España. Alexander mit grandiosem Spiel. Allerdings Griezmann mit 3 Toren war natürlich hier der überragende Mann. Freude. Jubel. Trubel. Heiterkeit. Eieiei. Wir haben es echt geschafft. Wir sind Pokalsieger. Meisterschaft haben wir zwar verkackt, aber wir haben den Pokal. Der Job von Dino ist safe. Jawohl, ja. Ist ein bisschen wenig Jubel im Stadion, finde ich. Da könnte mehr Action sein, ne? Oh, ja. Juan Fran darf ihn heben. Boah. Cooler Bass auf jeden Fall bei den Feuerwerkskörpern. Beziehungsweise Konfetti-Shootern. Darf Alex vielleicht auch mal den Pokal haben? Ja, da hat er einen. Da hat er einen. Der zweite Pokal, den wir in dieser Saison gewinnen. Ne, wir haben ja in der Major League Soccer schon einen gewonnen.
Und auch hier in Spanien haben wir uns einen Pokal gesichert. Stark, Leute, stark. Ja, noch mehr Feuerwerk. Was äußerst hässlich aussieht, aber egal. Gruppenkuscheln, jawohl. Schön verschwitzt. Schön noch die anderen unter den Achseln riechen lassen. Hier Schnüpperball. Aber erst unter der Dusche nachher dann. So. Oh. Ja, Griezmann hat einen 10,0. Der Angeber. So, was jetzt? Ach, ach, ja. Hey. Hey. Team of the Season, Junge. Alexander, Team of the Season. Stark. Er ist halt der Beste. Startelf-Bonus, kein Torbonus leider. Aber haben wir die 20? Haben wir die 20? Nein! Ach, schade. So, das ist jetzt eh egal. Wir sind Startelf, kann uns völlig. Ne? Denn wir haben den Pokal. Liga dürfte auch durch sein. So, haben wir hier wenigstens ein 83. Nein, reicht natürlich nicht. Schade. So, was jetzt? Mein Bruder Alexander hat... Er ist ein echter Siegertyp. Ich wusste, dass er den Pokal gewinnen würde, ja. Dass du, Hunter Griezmann, bereitet den Abwehrreihen Albträume. Das kennen wir schon. Alexander Griezmann machen ja länger, was sie wollen. Das kennen wir alles. Ja, Pokaltyp, genau, genau. Ja. Genau, unfassbar. Ich sehe es immer einen guten Vorlagengeber. Ich dachte, ein Knipser. Nein, nein, wir können auch Vorlagen geben. So, was gibt's hier Neues? Irgendwas Cooles? Nö. Schuhe. Hier, kommen die ziehen wir jetzt an, einfach weil wir sie als letztes bekommen haben. Da wären sicher noch mehr drin gewesen. Die Aufgaben haben wir alle geschafft. Und das war das letzte Kapitel und dementsprechend das Ende. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Alex, auch diese Saison ist zu Ende. Mir scheint, als wäre jede neue Saison kürzer als die vorherige. Die Saison war unvergesslich. Danke für dein Vertrauen, Dino. Nein, Alex, ich muss dir danken. Ohne deine großartigen Leistungen in dieser Saison hätte ich schon meine Koffer packen müssen. Ich kenne dein Büro, da dauert das Packen doch bestimmt Monate. Du bist ein besonderer Spieler, Alex. Unsere Erfolge haben wir deinem Einsatz zu verdanken. Ja. Vor allem währenddessen... Taxi ist da. Eben waren wir noch bei Dino. Opa und ich fahren jetzt zum Flughafen. Wird sicher schön. Jim war noch nie in Amerika. Er hat die Woche nur davon geredet. Er freut sich. Nicht nur auf das Sightsee. Tja. Hoffentlich klappt alles. Ich wünschte, du kämst mit, Mom. Noch kannst du. Das Projekt nimmt mich in Anspruch. Beim nächsten Mal. Okay. Mach's gut, Mom. Hab dich lieb. Ich dich auch. Pass auf Jim auf. Komm schon, Alex! Das Taxameter läuft! Obi meckert wieder. Ach, Mensch. Mach's gut. Als ob wir uns das Taxi nicht leisten könnten, weißt du. Wir sind rich. Das ist Alexander. Keine Angst.
wirst begeistert sein. Ja. Opa sieht zum ersten Mal seine Enkelin. Hi, ich bin Kim. Ach, schön. Dad hat nicht viel von dir erzählt, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht. Jim Hunter, kampfstark, eiskalter Knipser. 22 Tore, 68, 69. Ja. Gloria, deine Großmutter und ich, wir hatten uns immer eine Tochter gewünscht. Sie hätte gewollt, dass ich dir das schenke. Danke. Wer nicht? Danke. Was denkst du? Wird er ins Nationalteam kommen? Naja, er muss an seinem Spiel arbeiten ohne Ball, oder? Das sag ich ihm die ganze Zeit. Die Defensive beginnt bei den Stürmern, weiß doch jeder. Ja, aber vergisst es halt hin und wieder, weißt du, was ich meine? Aber sie haben recht, oder? Ich gönn mir keine Pause. Das liebe ich. Ich liebe nichts mehr im Leben. Du bist Stürmerin, ja? Na klar. Ich bin eine Hunter. Oh ja. Oh ja. Na dann. Ja. Schon stimmt der Nationaltrainer. Oder Mutti. Oder Papa. Was eigentlich mit Henri? Finde ich immer gar nichts mehr. Schließe die Journey ab. Gibt es noch irgendwas? Nö. Ja, das war's. Nächstes Spiel ist immer noch das. Wir haben noch einen Punkt, den hauen wir jetzt rein. Scheißegal. Spielmacher. Zack. So. Das war's dann wohl. Jeder für sich. Teamspieler. Alles erreicht. Alexander. Ja, wir haben die 20 Millionen Einnahmen nicht geknackt. Einsätze 30, 37 Tore und 27 Vorlagen. Alter Schwede. Und wir haben die Alexander Belohnung. Ja, das war's. Das etwas früher als geplant. Oh. Ich bin gleich da. Alex. Ja, wer ist da? Woher haben Sie die Nummer? Hier spricht Beatrice Villanova. Einige deiner Mitspieler sind bei meiner Agentur. Oh, ja, ich weiß, wer Sie sind, Miss, Miss Villanova. Bitte, einfach B. Störe ich gerade? Nein, schon okay, ja. Was kann ich für Sie tun, Miss Will... Sorry, B. Um es ganz klar zu sagen, ich möchte über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Meiner Meinung nach bekommst du einfach nicht die Chancen und den Support, den ein Spieler deiner Klasse bekommen sollte. Wenn du mein Klient wärst, würdest du schon lange bei Real Madrid spielen. Ich möchte dich zum Essen einladen, um mit dir alles persönlich zu besprechen. Du bestimmst die Stadt, ich das Restaurant. Können wir uns jetzt nicht noch... Wir haben einen Berater. Wir haben noch einen Berater. Oh mein Gott. Was wird dann in FIFA 19 noch kommen? Wir dürfen gespannt sein, meine Freunde. Das Let's Play hat mir wieder richtig Spaß gemacht. So wie auch FIFA 17 The Journey schon. Und ich bin mir sicher, auch FIFA 19 wird uns da Spaß machen. Denn auf jeden Fall wird das gekauft. Auf jeden Fall wird das gespielt. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt hier erstmal an dieser Stelle nichts mehr. Es geht weiter ganz normal mit Elex wieder. Und ja, ich werde sehen, was ich da machen kann. Ich werde vielleicht dann nur noch Let's Plays von Spielen machen, erstmal, die ein bisschen anspruchsloser sind, was Grafik angeht. Denn ich glaube einfach, meine Soundkarte packt zum Beispiel Elex nicht zu spielen und gleichzeitig aufzunehmen, denn das läuft ja auch über die Grafikkarte. Und ja, wenn das nicht klappt, dann muss halt irgendwie was anderes her. Ja, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es so sehr gefallen wie mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski.